Dex Rabinowitz ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt. Er ist ein witziger Cartoonist. Er publiziert als solcher, aber auch als Texter in manchen Fällen im Falter, in der Frankfurter Allgemeinen, im Kurier, im Standard und in vielen, vielen anderen Medien. Er arbeitet an komödiantischen Formaten im ORF mit. Und er ist Bachmann-Preisträger, also ein sehr universeller Mensch, der durch seine Neugierde entsprechend Erfolg hat in seinem sehr reichen Leben. Warum erzähle ich Ihnen das? Dex Rabinowitz war der Erste, der auf mein erstes YouTube-Video reagiert und geantwortet hat und eine Frage gestellt hat. Und die will ich Ihnen jetzt präsentieren. Lieber Robert Lehrbaumer, ich habe eine Frage für deinen YouTube-Kanal. Können klassisch ausgebildete Interpreten auch improvisieren, im Sinne von komplett alles zerstören, komplett etwas dekonstruieren, komplett abphasieren vom eigentlichen Thema? Ist das möglich oder sind sie so verbildet, dass sie sehr an den Noten hängen bleiben? Danke, Dex Rabinowitz. Ui, das ist eine interessante Sache und sehr berechtigt, was du fragst. Und ich glaube, da werde ich einige Videos zu diesem Thema machen, denn da geht es darum, was ist Improvisation grundsätzlich, wie verschieden kann sie ausschauen, wie hat sie sich entwickelt. Das spielt alles irgendwie hinein, das würde aber alles zu weit führen. Ich versuche jetzt eigentlich nur mal ganz kurz und prägnant zu antworten. Mir hat sehr gefallen, wie provokant das wirkt, wenn du auch unter Anführungszeichen fragst, ob denn die klassisch ausgebildeten Musiker verbildet wären. Also ich finde das für mich überhaupt nicht angriffig. Ich glaube, es war auch nicht so gemeint. Ich kenne Dex Rabinowitz als sehr unschuldig Fragenden, der trotzdem in seiner Unschuld dann oft den Finger in die Wunde legt. Das gefällt mir sehr gut. Es geht darum, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben des Spezialistentums, wo der Lehrer dann durchaus dem Studenten oft sagt, mach nicht zu viel, mach das andere nicht, mach nur das eine und dann hast du eine Chance, ganz an die Spitze zu kommen und erfolgreich zu sein. Das heißt, wir sind ein bisschen dazu verdammt, wenn wir in einem Fach zu den Besten gehören wollen, anderes zu vernachlässigen. Und dazu gehört bei den klassisch ausgebildeten Interpreten, dass sie dann zum Improvisieren gar nicht mehr so richtig kommen. Und auch improvisieren muss man tun und üben, weil aus nichts kommt nichts. Nicht? Also selbst wenn ich begabt bin dafür, wenn ich es nicht tue, dann vertrocknet dann das, wie wenn ich eine Sprache kenne, aber sie jahrzehntelang nicht mehr spreche und dann mich auch nicht mehr entsprechend ausdrücken kann oder das erst wieder zum Leben erwecken muss. Also es liegt an der Ausbildung, dass wir natürlich eingleisig fahren. Es gibt wenige Leute, die es schaffen, in verschiedenen Bereichen großartig zu sein. Es gibt die Fischer zum Beispiel, die gleich gut Klavier und Violine spielt, das sind ganz seltene Ausnahmen. Oder, wenn man jetzt das Beispiel, das hier besser passt, bringt, Friedrich Gulder zum Beispiel, der unter den klassischen Pianisten ein Gott war und trotzdem und daneben unglaublich versiert in verschiedensten Stilen improvisiert hat. Oder sein Counterpart, mit dem er auch teilweise zusammengespielt hat, Chick Corea, der aus dem Jazz kommt, und auch wunderbar Mozart spielt. Aber das sind die Ausnahmen. Denn warum? Weil es alle anderen nicht können, das stimmt nicht. Nein, die anderen fühlen sich auf einem der beiden Gebiete nicht so stark und nicht so gut, dass sie sagen, ich mache das, worauf ich mich spezialisiere, wo ich ganz stark bin und das andere lass man lieber weg, sozusagen. Und daran liegt es, dass vier verschiedene Kategorien von Musiker auftreten. Aber außerhalb des Videos hast du mich auch gefragt, ob es nicht für Leute, die improvisieren, langweilig wäre, wenn sie nur nach Noten spielen würden zum Beispiel. Nein, das ist nicht der Fall.
Also alles, was ich darüber weiß, ist, dass immer der eine Sehnsucht hat nach dem anderen. Also das heißt, die Jazzmusiker wollen sehr, sehr gern ganz toll eine klassische Sonate oder ein Brahms-Klavierkonzert spielen können. Es geht halt nicht. Aber umgekehrt können viele klassische Musiker eben nicht von der Leber weg los improvisieren, weil sie sich nicht gut genug fühlen. Sie können schon, aber sie fühlen sich einfach nicht gut genug. Sie haben es vielleicht auch zu wenig praktiziert oder sie sind auch von der Begabung her verschieden veranlagt. Also es geht ja darum, dass früher das Improvisieren viel selbstverständlicher war als in dieser Zeit der Spezialisierung, nicht wahr? Ein Franz Liszt, ein Frédéric Chopin, ein, gehen wir zurück, ein Beethoven, ein Mozart, ein Bach, die haben in erster Linie improvisiert vor Publikum. Komponiert haben sie für gewisse Angelegenheiten und Aufträge, aber wenn sie aufgetreten sind, haben sie in erster Linie improvisiert. Und eigentlich als Ausnahme von der Regel haben sie interpretiert, also eigene Werke gespielt und noch viel seltener Werke von zeitgenössischen Kollegen und ganz, ganz selten von Kollegen, Komponisten, Kollegen, die schon verstorben waren. Also etwas ganz Gegenteiliges zu unserer derzeitigen Konzertsituation. Das ist das eine. Und dann hast du noch etwas sehr Interessantes gesagt, dass du Improvisation als etwas verstehst, das zerstört, das dekonstruiert etc. Das ist sicher eine Facette des Improvisierens, aber nicht die übliche und nicht die hauptsächliche. Das ist, ich würde sagen, das ist eher eine Ausnahme von der Regel. Ein Gebiet, das dich offensichtlich interessiert oder anspricht oder du am besten kennst. Im Grunde ist Improvisieren etwas in dem Sinn Schöpferisches, dass es etwas neu baut, neu kreiert, nicht wahr? Das heißt, es geht nicht um die Zerstörung, sondern es geht um den Aufbau. Und das ist natürlich auch weit anspruchsvoller. Ich kann einen Tisch leichter zerschlagen, als einen schönen Tisch aufzubauen, nicht wahr? Und in der Musik ist es genauso. Das heißt nicht, dass zum Beispiel das Happening, ja, eines Tischzerschlagens oder des Zerstörens einer musikalischen Substanz nicht auch etwas sehr Spannendes haben kann und dass dich und andere das vielleicht sogar mehr interessiert, als wenn jemand zu Happy Birthday eine Fuge improvisiert aus dem Moment. Ja? Das würde mich faszinieren. Ja? Also das sind wahrscheinlich die Geschmäcker und die Erwartungen verschieden, aber das wollte ich nur dazu erklären, dass Improvisation in diesem Sinne nicht als Dekonstruktion per se verstanden werden kann. Das heißt nicht, dass ich mehr die Wahrheit hier habe als du, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und die klassisch ausgebildeten Musiker sind wahrscheinlich eher auf jener Seite der Medaille zu finden, die es eben sich zum Anspruch macht, so wie ein Oscar Peterson im Jazz zum Beispiel, also konstruktiv zu improvisieren. Und das ist sehr, sehr schwer. Und wenn man das nicht sehr, sehr gut kann, dann macht man das im stillen Kämmerlein, aber nicht auf der Bühne. Nochmals herzlichen Dank, Tex Rubinowitz, und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das ist eine Frage, die uns noch weit führen wird, auch nächstes Mal mit Musikbeispielen. Und sehr geehrte Damen und Herren, Sie können gerne auch Ihre Fragen stellen. Das muss nicht immer gleich per Video sein, das genügt auch schriftlich. Und wenn Sie darüber hinaus noch Lust haben, Likes zu setzen, zu abonnieren und weiterzuleiten, freut es mich ganz besonders. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.